So, meine Freunde, willkommen zurück zu zum US-Feuerwehrsimulator. Diesmal etwas leiser. Ups, das hat wehgetan. Hey Lou, wir haben hier oben Probleme. Was für Probleme? Hatte ich nicht einen Feuerlöscher? So, jetzt gleich durchrennen. Halt den Mund, Matt. Ich hab dich schon auf mehr Feuern gezerrt, als ich mich erinnern kann. Durchrennen. Oh, shit. Bloß nicht sterben. Und durch, und durch, und durch. Oh. Aber natürlich, das mache ich jetzt einfach mal. Ist da drin? Oh, was ist das? Oh, geil. Ich will nicht sterben. Hey du, hol mich hier raus. Das ist ein Befehl. Schrei mich halt an. Also ich glaube, ich setze diesen Sprühstrahl da nicht wirklich so ein, wie wir es machen. Hä, von was kriege ich denn bitte schön Schaden? Dann gehen wir halt so durch. Wenn das ja schon möglich ist. Ja, jetzt bist du nass. Ich übernehme diese Trottel. Das nächste Büro gehört dir. Oh, und da ist alles voller Rauch. An deiner Stelle würde ich ein paar Fenster einschlagen und den Laden durchlüften, bevor ich reingehe. Dann machen wir das doch gleich einfach mal. Und tschüss, Kiste. Fenster, Junge! Schlag die Fenster ein! Oh, jetzt sind alle kaputt, jetzt können wir die Tür benutzen. Ist ja nicht unnötig, alles noch mehr kaputt machen, als eh schon ist. Ist doch schon einiges hier, was brennt. Und vor allem die Decke. Da vorne auch. Super. Der kommt sogar schon runter. Brennt wieder der halbe Raum. Und so macht man es bestimmt. Erstmal die Stühle ins Feuer reinschmeißen. Oh, jetzt brennt es hier vorne wieder. Habe ich doch gerade eben alles gelöscht gehabt. So. Das war nicht meine Schuld, wie wir haben viel Geld verloren. Was soll ich sonst tun? Ja, du am besten legst dich nochmal hin. Alles okay da drin, Probi? Bleib dran. Stell eine Leiter an das Fenster. Jetzt. Wir schaffen es nicht. Wir verlieren's! Gott! Ich glaube, ich brenne gleich da. Stell die Leiter auf! Jetzt. Ist das die Musik von Ding? Von 28 Days Later? Wo ist denn die Leiter? Bring den Kerl zur Leiter und dann raus da! Da. Komm. Mach ihm den. Sehr gut. Jetzt setz dich in Bewegung. Wir brauchen dich hier unten. Okay, gut. Wir haben ihn gerettet und schnell, sind selber raus. Von dem Gebäude. All unsere Profile im Rauch aufgelöst. Gute Arbeit, Junge. Jetzt rauf aufs Feuerdach zur Spritze. Versuchen wir das Gebäude zu retten.
Naja, ich weiß jetzt nicht, ob da noch viel zu retten ist. Mein langsamer geht's ja fast nicht mehr. Oh, jetzt zieht's hier wieder hoch. Da unten noch das Gebüsch da. Schau aus. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, von wann der Simulator ist, aber so schlecht ist er eigentlich gar nicht. Also von dem, was man machen muss, finde ich den eigentlich gar nicht so übel. Mein grafisch, ja gut, wie gesagt, ich weiß nicht, von wann der Simulator ist. Na, geh aus da drin. Geh halt nicht aus. Ja, warum geht das Wasser, das Feuer da drin nicht aus? So soll das sein. Gut. Wir brauchen einen Schlauch auf der Nordseite des Gebäudes. Das Leiterfahrzeug ist schon in Stellung. Du hast den Lieutenant gehört, Proby. Rauf auf die Leiter. Ja, wie komme ich denn da hoch? Das Feuer wartet. Ach, da. Ja, du mich doch gleich komplett ins Feuer, Neider. Sonst müssen wir noch einen Waldbrand löschen. Hey, Blue, ich fürchte, das hier könnte in die Luft gehen. Dranbleiben, wir kriegen dieses Feuer klein, verstanden? Ja, Sir. Er haut mich halt fast ins Feuer rein, ey. Das, also, bei solchen Kollegen... Nicht ins Feuer rein. Halt ihm den Weg frei. Vorsicht, das Schild kommt runter. Achtung, Cameron, das Schild. Oh, er brennt. Cameron, bist du okay? Du machst das echt wenig Spaß. Bring uns hier raus. Einfach die Leute mitlöschen. Also ich muss dazu sagen, ich kann die Leiter hier nicht steuern oder so. Das ist alles der Computer. Ja, was macht er denn? Bescheuert oder was? Ich versuch's doch. Lieutenant, da sitzen Leute auf dem Dach fest. Gut gefangen, Vasquez. Schon dabei. Wir schicken einen Hubschrauber. Boah, die kriegen aber jetzt gerade ganz schön Schaden hier. Damit wir die zwei Zivilisten darunter kriegen. Okay, unser Vogel ist im Anflug. Kriegen die gerade noch mehr Schaden? Also ich hätte es auch auf Mittel spielen können, auf Einfach meine ich, aber da ich ja schon ein paar Simulatoren gespielt habe, also gerade Feuerwehr und so, war ich eigentlich der Meinung, gut, spielst du den einfach mal auf Mittel. Also ich würde jetzt gerade sagen, es sieht so aus, als ob hier alles verbrennt. Na, wo ist mein Feuerlöscher? Aua, aua. Ja,
Da brennt es auch ein bisschen. Da unten auf der Feuerleiter ist jemand. Denkst du, du kommst an sie ran, Proby? Siehst du sie? Ja, habt ihr gesehen. Aber trotzdem muss ich mir erstmal den Weg hier frei löschen. Oder zumindest versuchen, den frei zu löschen. Den dann auch aus. Naja. Naja, komm. Und schnell zu der Person hin. Hab dich. Alles okay. Wo bin ich? Hier. Oh nein. Jetzt raus hier. Na komm mit. Kommt die? Oder wir warten hier noch. Immer die Problematik hier mit den Personen, nachdem man dann auch noch gucken muss, dass die bloß keinen Schaden bekommen. Ja, komm mit. Ei, wo ist er denn? Ach, da. Super gut, da ist auch hier so schön wieder Elektrik. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber mein erster, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Feuerwehrsimulator, den ich gespielt habe, war Fire Department 18 oder so. Ja, tu mich doch nicht ins Feuer. Sternder. Der an der Leiter hat echt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oh. Ja gut, da komme ich mit dem Feuerlöscher nicht wirklich weit. Nehmen wir das Ding hier wieder. Erstmal rein. Hier kommen wir nicht rein. Verstanden. Wir brauchen eine Route, um rein und rauszukommen. Proby? Sind dabei, Sir. Na los, Superman. Danke, Rekrut. Und jetzt aus dem Weg. Ich zeig dem Feuer jetzt mal, wer der Boss ist. Mit einem Feuerlöscher. Okay. Mach das. Komm. Guck dir mal ein bisschen zu. Also ich würde sagen, ich komme mit dem Zeugs hier schon ein bisschen schneller voran als sie mit ihrem komischen Feuerlöscher, aber sie zeigt ja dem Feuer. Und ja. Das Bürofeuer ist unter Kontrolle, Lou. Gut gemacht, Vasquez. Tatsächlich hat hier der Neuling am meisten Lob verdient. Uns wurde gerade berichtet, dass drei Angestellte sich irgendwo in dem Gebäude befinden. Findet sie! Alles klar, Lou. Los, Rekrut. Bleib nah dran. Vorsicht! Ups. Gut, Freunde, aber das Ganze, ja, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.